beide Mannschaften in Bestbesetzung. In der GSR-Auswahl steht Krah anstelle von Holicek im Tor. Ebermann. Martinez. Wechselnde Szenen in der Anfangsphase. Reindl. Und erst die Möglichkeit für die Bundesrepublik. Berndaner Schuss knapp von Wild am Tor von Krah vorbeigelenkt. Gegenzug des Weltmeisters. Kaberle. Immer noch Kaberle. Und achten Sie auf die Nummer 25. Er überspielt Berndaner die Nummer 19. Und 1:0 in der fünften Minute durch Ebermann. Die Wiederholung. Vorbei an Erich Weishaupt. 1:0. Eine frühe Führung. 4 Minuten später. Udo Kiesling. Die deutsche Mannschaft spielt mit 4 Sturmreihen. Jetzt die 4. Reihe mit Funk, Wasatzko und Köberli auf dem Eis. Weishaupt, der Berliner, sehr, sehr Aufmerksamkeit. Eine große Stütze für seine Mannschaft. Die 1. Reihe der deutschen Mannschaft auf dem Eis mit Philipp, Kühnhackl und Schloder. Kühnhackl, er ist ja in der GSSR geboren, seit 1969 in Deutschland, in seinem Heimatland. Er zeigte heute ein recht ansprechendes Spiel, zeigte sich aber sehr unkonzentriert im Ausnutzen der Chancen. Schloder, der Kapitän. Aufmerksam die Hintermannschaft, VfL Bad Nauheim. Und achten Sie auf die Nummer 4, auf Udo Kiesling. Er sieht Philipp frei, der mit der Rückhand zu Schloder. Und 2:1. 2:1 durch den Kapitän der Nationalmannschaft. Er ist zum 12. Mal bei der Weltmeisterschaft dabei. 200 deutsche Schlachtenbummler im Fuzzi-Park-Stadion feiern das 2:1. Und kurz vor Ende des ersten Drittels hatte auch Kühnhackl noch die ganz große Möglichkeit zum 2:2 Ausgleich. Aber er scheitert an Krah. Eine fast hundertprozentige Chance. 2:1 der Stand, also nach dem ersten Drittel. Spielen noch erheblich steigern und Disziplin bewahren.